Hallo! Was geht, was geht, was geht? Und willkommen zurück im Wald zu Sons of the Forest. Ja, wir machen heute ein bisschen weiter. Nachdem wir gestern draufgegangen sind, ja, schauen wir mal, dass wir hier eventuell wieder... Da kommen sie schon angelaufen. Ja, Schnauze. Pünktlich zum Stream seid ihr wieder da. Super. Fanboys. Oh, fuck, die kommen gefährlich nah. Ja, ein bisschen den Schutzwall erweitern und dann die Insel erkunden, ne? Vielleicht ein besseres Lager finden. Mal schauen. Das ist so erstmal der Plan für heute. Ja, ja. Cool, Bro. Wie wär's, wenn du... Husch. Hau ab. Sonst muss ich euch, kaputt... Wo ist Kelvin eigentlich? Und warum gehst du in mein Haus? Kelvin ist da hinten irgendwo. Ja, das passt mir eigentlich so gar nicht, dass die jetzt hier sind, ne? Weil ich bin scheinbar müde. Kann ich sowas wie ein Tor bauen? Maul. Unterkünfte. Ja, ja. Du mich auch. Baumunterschlupf, Möbel... Knochenstuhl. Eine Wandfackel, eine Holzbank. Ich bräuchte halt sowas wie ein Tor, ne? Wo die halt nicht durchkommen, aber... Ja, wahrscheinlich muss ich sowas manuell irgendwie bauen. Ah, da unten ist Kelvin, okay. Ja. Wäre cool, wenn Kelvin mal wieder herkommt. Aber solange die jetzt nichts machen, würde ich sagen, ich fäll noch mal ein paar Bäumchen. Ah, wir brauchen ein bisschen... Vor allen Dingen muss ich ja gucken, dass wir die richtig fällen, ne? Nicht, dass die... Man muss die ja hier in dem Spiel wirklich von mehreren Seiten anschlagen, sonst kommt man nicht durch, durch den Baum. Ja, guck dir an. Das mache ich mit deinem Kopf auch. Alter, schrei mir nicht so ins Ohr. Ich schwöre dir, ich hau dir einen Pfeil im Kopf. Komm, fall ihn auf die Birne. War nicht mit Absicht, mein Freund. Also eigentlich schon. Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass die hier wegkommen, damit ich schlafen kann. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die Dame, ne, auf unsere Seite kriegen, die hier ab und an mal rumläuft. Weil irgendwie können wir uns mit der anfreunden. Und ich würde halt gern wissen, also ich habe zumindest Clips gesehen, wo man auch Körperteile von denen abtrennen kann und... Oh! Ja, selber schuld. Was läufst du mir dazwischen? Lol. Ich habe den Arm. Du kriegst eine Schelle. Piss dich. Okay, scheinbar kann man die Körperteile abschlagen, wenn die noch leben.
Weil ich kann jetzt mit der Axt beispielsweise ja nicht so wie ein Vorgänger so von oben raufhauen, ne? Oh, doch. Ja, das Bein ist weg. Das bleibt auch weg, ne? Der ist halt das Problem da dran. Ich habe so das Gefühl, man muss es dann halt im lebenden Zustand. Oh, der kann kontern. Oh. Klappspaten, Alter. Nein! Ja, tot, ne? Wir haben unsere zweite Chance gleich am Anfang heute verballert. Oh, fuck. Ist das wieder die gleiche Stelle wie beim letzten Mal? Okay, ich warte mal, bis die weg sind. Ich habe bis jetzt auch noch nichts gesehen, was mich so spoilert. Also ich bin noch... Ich weiß halt nur, wie im ersten Teil, dass das Flugzeug an verschiedenen Stellen abstürzen kann. Unter anderem kann man auch am Strand im Meer landen. Sowas habe ich auch gesehen. Ah. Sonst... Die laufen halt da hinten, ne? Ich muss hier ein bisschen fix machen. Habe ich nur Sachen gesehen, die wir bis jetzt auch gefunden haben. Irgendwo gibt es eine Shotgun. Ja, doch, sowas habe ich auch gesehen. Aber ich habe keinen Plan, wo. Oh nein, das. Ja, wir sind wieder an der gleichen Stelle. Ja, das Problem ist halt, solange wir keine ordentliche Base haben, schaffen wir es nicht, irgendwie sicher über die Insel zu marschieren, ne? Weil wir immer irgendwie Hunger haben werden oder nicht mal in Ruhe schlafen können. Das heißt, ich werde Kelvin jetzt gleich wieder beauftragen, ja? Mit seiner Lieblingsaufgabe Baumstämme sammeln. Der Judemann. Und dann gucken wir mal. Die Insel ist halt auch groß, ne? Also wir haben bis jetzt hier nur einen Bruchteil entdeckt. Noch das Schneegebiet. Ja, da werden wir überall mal so ein bisschen gucken. Oder halt auch die Höhle bei unserem Flugzeug, na, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Kelvin, du machst komische Sachen. Warum kommst du mir entgegen? Da ist er. Hey, Kelvin. Was geht ab, Bruder? Folge mir. Oh, da sind wir, die Kleinen. Oh Gott, ich muss mal den Speer ausrüsten. Ja, die Axt, die wir haben, ist auch nicht so Bombe, ne? Also irgendwie muss es ja noch bessere Varianten geben. Ich bin auch mal gespannt, was halt noch alles dazu kommen soll. Und wie ich gelesen habe, jetzt soll das Spiel ja nicht ganz so lange im Early Access bleiben wie der erste Teil. Wobei mich das halt auch nicht stören würde. Solange es Spaß macht, und das macht es, gibt dir halt das The Forest Feeling von damals so ein bisschen. Die verfolgen uns schon wieder.
Warte mal. Bin ich hier. Ah doch, wir sind. Ich weiß auch gar nicht, wie meine Grafikeinstellungen sind, ne? Ob die jetzt super sind oder nicht. Oh. Sieht auf jeden Fall trotzdem nice aus. Okay, jetzt. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Kann mich orientieren. Gut. Ja, Bombe wäre es eigentlich wirklich, wenn wir nur, wenn wir hier den Ein- und Ausgang hätten, ne? Das wäre, glaube ich, schon super. Ja, diese Schleuse, da kann ich wegmachen. Wenn wir hier halt das so ein bisschen. Okay. Kelvin? Ich habe für dich Aufgabe. Hole Stämme und ja, fallen lassen. Hier. Ich habe jetzt auch verstanden, wie man ihn bauen lassen kann. Ja, ich kann ihn sagen, baue zu Ende. Und da steht halt als Abkürzung, das habe ich gestern halt nicht verstanden, ABCD. Ja, das heißt, bau das zu Ende, was ich dir sage. So, so nach dem Motto. Wo rennst du hin? Ach so, er holt die. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie groß wir bauen, ne? Also hier würde ich das jetzt vielleicht relativ klein halten. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie dann auch zubauen. Ah, danke. Dass die halt hier nicht mehr so durchkommen, ne? Also, gut, hier kommst du auch nicht mehr durch, das ist schön. Hä? Kelvin, wie hast du jetzt die Hütte kaputt? Ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist. Irgendwas ist hier gerade definitiv kaputt gegangen. Wie es nicht hätte sein sollen. Wie auch immer das Haus kaputt gegangen ist. Das verstehe ich gerade nicht. Ich schmeiß die mal alle da so hin. Also das ist jetzt ärgerlich. Kann ich sowas denn jetzt reparieren? Ja, kann ich. Kelvin, du Bob. Und, super gelaufen. Das ist halt kein Ganzer, ne? Kelvin. Ich habe das Gefühl, ich kann die Hütte vergessen. Ne, der hat das irgendwie. Ja, gut. Pass auf, ich baue jetzt mal den Schutzwall zu Ende. Schutzwall.
Weil wir haben ja unseren Shelter. Die Hütte war ja jetzt erstmal nur so ein bisschen so als... Ich guck mal, wie das aussieht. Hier noch. Ja. So. Ich wollte sagen, da steht einer, aber da steht gar keiner. Jetzt müsste ich halt gucken, dass wir die Seite auch dicht machen, ne? Und ich denke mal, Ziel ist nachher sowieso irgendwas zu bauen, was nicht vorgefertigt ist, so wie die Hütte. Sondern was halt manuell gebaut wird. Wir nehmen die Hütte mal auseinander. So, ich kann die Hütte gar nicht auseinandernehmen. Ich kann jetzt bloß die Teile nehmen, die ich abgebaut habe. Okay. Also die Hütte ist down. Die ist kaputt. Ist das super gemacht, Kelvin. Das ist ein richtiger Prank-Bro, ne? Marvin, Kelvin, da passt da richtig rein. Ach ja, der Arme. Der Flugzeugabsturz hat dir nicht so gut getan, mein Junge, wa? Ding ist halt bloß, da ist jetzt so offen. Und wie mache ich das mit dem Fluss? Ich möchte den Fluss jetzt ungern zubauen. Wenn ich ehrlich bin, kann ich hier eigentlich drin trinken? Nein. So, aber ich bin müde. Ich gehe erstmal. Ich guck mal, ob ich schlafen kann. Oh ja. Fisch. Und wir haben. Feldflasche. So, schmeißen wir noch zwei Stücke Fleisch drauf. Und dann schauen wir mal. Ich nehme mal die Taschenlampe. Ja, das eine Fleisch ist schon. Ne, ich muss sagen, das ist ein bisschen grün. Ist nicht mehr gut, aber scheint okay zu sein. Und das auch. So. Soll ich hier auch mal... Das ist hier alles weg, weil wir... Oh nein, jetzt habe ich da... Fuck. Ja, dann stelle ich die hier so hin. So. Ich wollte ja hier... Ah, ich habe keine Tücher mehr. And again. Sind wir wieder da. Ja, irgendwie ist gerade einmal... alles abgekackt.
kurz hatte eben OBS auch Probleme mit der Codierung, so wie das aussah. Gestern gab es das Problem nicht. Na, wer weiß, woran es jetzt lag. Gucken wir mal, wie lange wir durchkommen. Das Haus ist wieder da. Ja, shit. Die Mauer ist wieder weg. Schwierig, schwierig. Ich hoffe mal, das war jetzt unglücklich, ne? Dass das passiert ist. Werden wir sehen. Wie lange waren wir jetzt drin? 20 Minuten? Positiv ist jetzt natürlich, ja, das Haus ist da. Wir wurden nicht gecatcht. Okay. Negativ, das ist das zweite Mal, dass wieder alles zurückgesetzt wird. Ne? Gestern, wo wir einmal gestorben sind und jetzt, weil es abgeschmiert ist. Okay, passiert. Ich meine, das sind so Sachen, performance-technisch kann das, glaube ich, schon allein, weil es noch im Early Access ist. Ja, wo ich es gesehen habe, auch auf YouTube, war es performance-technisch nicht unbedingt das Beste. Deswegen, ja, kann passieren. Ich guck mal kurz hier in die Einstellung. Was haben wir hier überhaupt? Sichtweite auf hoch, mittel, hoch, hoch, hoch. Ich denke mal, das wird alles so automatisch gewählt sein. Ich ändere da jetzt auch nichts. Sprache Deutsche. Deutsche, diese gute. Ich gehe mal hier ein bisschen noch mit der Audio nach unten. Alter, der schießt auf mich. Anzahl Stimmen? 128? Die Übersetzung ist vielleicht ein bisschen. Sprint an aus. Hocken an aus. Gamepad Rumble an. Gamepad Dead Zone. Walkie Talkie T. Gebrauchsgegenstand Sekundäraktion. Tertiär. Tertiäraktion. Tertiäraktion. Hausrat. Nächsten Seite im Buch platzieren. Griff, Tasche, Kategorie durchwechseln. Ich habe eine Grifftasche. Okay, kein Plan. Diesmal kommt keine. So wie es aussieht. Das ist irgendwie immer random. Aber auch Kelvin ist nicht da, ne? Der hockt irgendwo da hinten noch. Wäre cool, wenn man den rufen kann. Ich bin auch ein bisschen doof. Mir fällt gerade ein, das Schlimmste, was passiert, wenn ich nicht schlafen kann, oder das Schlimmste, das Beste, was ich da machen kann, ich habe doch die Höhle hier neben, wo ein Bett liegt. Oh! Dummer Hund. Ja, komm, ich schlaf mal noch mal weiter bis zum nächsten Tag. Hat funktioniert. Gott. Okay, die laufen hier lang. Der hat mich aber nicht gesehen. Ich mach mal Feuer an. Mit diesem eigentlich schon geilen Feuerzeug, ne? Keine Flamme. Ja, die wissen aber, dass ich hier bin, ne? Ist egal, ob die mich gesehen haben oder nicht. Verdammt. Ey, komm, verzieh dich. Wäre so ganz cool, wenn ihr mich eigentlich in Ruhe lasst. Okay, das war nicht so gut. Halt's Maul! Ja, geh durchs Feuer. Fiss dich. Nervensäge.
Ah, okay, wenn es grün ist, kann ich es essen. Wenn es rot ist, ist es nicht so geil. Okay, das Ding brennt. Kelvin, was ist los? Ich glaube, Kelvin hat Angst. Na! Das lässt du sein, mein Freund. Hier, guck, was ich mit deinem Bruder mache. So, verzieh dich. Mein Abgang. Oh Gott. Ja, das Ding jetzt im Kopf decken, oder was? Und schnell die Axt ausrüsten. Das war sein Problem? Okay. Piss dich. Kurz und schmerzlos. Rauf da. Hörst du? Digga, du hast einen Speer im Kopf. Darf ich ihn wieder? Hier zum Gnade winseln, ja? Nix da. Hier, mein Feuer muss brennen. Ja, ich hab meine Tür kaputt gemacht. Ja, ich muss definitiv mehr für die Base-Verteidigung machen. Ich hau jetzt einfach mal so ein paar Bäume um. Alles gefixt, gar kein Problem. Was für ein Vogel ist denn das? Fucking Adler. Frag mich, ob wir noch mehr Fallen lernen können und so, ne? Oder ob die vielleicht doch erst mit einem späteren Patch dazu kommen. So, ich muss auch gleich zum Fluss meine Flasche auffüllen. Bäumchen, wirst du jetzt wohl fallen? Bitte. Okay. Ja, verteidigungstechnisch habe ich halt nichts, ne? Das ist doof. Das ist richtig doof. Ich weiß nicht, was Kelvin da hinten macht. Das ist auch Millimeterarbeit hier. So. Hol Stämme und
Lass sie fallen. Oh nein, da kommt so ein Fettsack. Oh nee! Alter! Wo kam die dicke Qualle jetzt her? Und was macht der mit mir? Okay, der bringt mich ins gleiche Lager. Also es ist cool, dass immer was anderes passiert, ne? Du könntest da mal weggehen, Bruder. Könnte ich nämlich. An meinen Rucksack. Na gut. Ja, ich nehme ganz gechillt den Rucksack auf. Hey, 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 hey. Verdammt. Und wieder. Also heute ist der Wurm drin, ne? Jetzt laden wir wieder unseren Spielstand. Ich könnte halt auch sagen, ich fange nochmal von neuem an, aber nee. Nicht unbedingt. Muss nicht sein. Ja, dass dieser Fettsack da angelaufen kommt, damit kann auch keiner rechnen. Ich glaube auch nicht, dass den eine Holzwand aufhält. Aber was könnte ich denn noch bauen? Ach, jetzt sind wir hier. Hungrig und durstig. Ich esse jetzt mal schnell das. Gefertigte Keule, Knochenrüstung. Ja, das Ding ist Rüstung. Ich brauche halt deutlich mehr Seile, ne? Sonst bringt mir die Rüstung halt gar nichts. Weil ein so ein Stück Rüstung. Ja. Bullshit. So. Jetzt ist halt die Frage, so Verteidigung. Da sind sie schon wieder. Ja, halt die Klappe. Das reicht. Ja, hallo? Ja, okay, der Elektroschocker ist nicht so geil. Mann! Ja, jetzt bin ich schon wieder hier. Jetzt ist lächerlich. Ja, wie wär's, wenn du mich an meine scheiß Sachen lässt?
Ach cool, ich kann auch einfach Sachen aufheben, während ich keinen Rucksack habe. Nice. Ja. Ich habe keinen Plan, wo ich hinlaufe, ne? Ah, ich laufe in die richtige Richtung. Ah, ja, das ist, oh, guck mal. Doof gelaufen. Schon wieder doof gelaufen, tatsächlich. Da war ich doch gestern, ne? Da habe ich doch die Taschenlampe gekriegt. Scheinbar spawnt das alles neu, wenn ich Spiel starte. Ich eigentlich noch. Ah, das ist verrottetes Fleisch. Oh, scheiße. Speckstück. Steakstück. Gehirnstück. Ja, gut. Ich gehe mal kurz in die Cave da, um so ein bisschen Ruhe zu haben. Ne, so ein bisschen zu gucken, was wir jetzt alles machen können. Weil ich brauche eine deutlich bessere Base-Verteidigung. So wie es jetzt ist, kommen wir da nicht lange mit zurecht. Den machen wir einmal voll. So, der Elektroschocker ist scheiße, habe ich gemerkt. Was auch immer der macht. Aber ich glaube, die Gegner sind auch deutlich härter als im ersten Teil. So. Dann gucken wir mal. Erstmal die Fischreuse, die ist hier doof. Kann die selber nicht kaputt machen. Und wegmachen kann ich die jetzt aber auch nicht, ne? Doch, kaputt. So. Okay, ich wollte erstmal in die Höhle gehen, ne? Das ist ein gutes Stück da vorne. Vielleicht können wir mit dem 3D-Drucker noch was anfangen. Theoretisch musste ja den Schlitten noch zu Ende drucken, den wir angefangen haben. Mal die Fackel an. Okay. Ist die eigentlich unendlich haltbar oder geht die irgendwann leer? So, okay, hier ist alles wieder da, das ist gut. Oder auch nicht. Aber eigentlich könnte man sagen, ich müsste hier drinnen mein Lager bauen, ne?
Weil hier können wir halt ein bisschen. So, was auch immer ich mit einem Schlitten soll. Maske, Entehaken. Techmax, das ist eigentlich noch wichtig. So, ich gehe nochmal da hinten. Da gab es, glaube ich, auch noch ein bisschen Loot. Und dann gucken wir mal in unser Handbuch, was für Fallen und so wir bauen können. Weil irgendwie müssen wir unsere Base verteidigen können gegen die Dudes. Eine Uhr war hier bloß. Und dann ging es hier nachher, ne? Wo wir die Schlüsselkarte brauchen. Kann ich den Typ nicht einfach mit Geld bestechen? Ah, jetzt ist wieder nichts drin. Okay. So. Einfacher Boden. Grundlegende Wand. Eine Tür. Ach, guck mal, hier ist, wie man eine Tür baut. Ah, ich muss die übereinander legen und dann kann ich. Okay. Fenster, genauso. Dann hacke ich da. Okay, okay. Stufen. Erstmal einen Boden und dann. Einfache Balken, ein Dach, Stützen, Stützen. Treppe, Rampe, Verteidigungsmauer. Ach, guck, da kann ich noch was ransetzen, damit die stabiler wird. Seil. Seilbrücke. Feuerholz. Na, okay. Das ist aber schon mal gut. Ja, Kleintierfalle, Fischreuse. Knochenmacherfalle und Fliegenklatschenfalle. Was ist das? Stein. Ein Seil. Okay, wir machen mal so eine Knochenmacherfalle, würde ich sagen. Unseren GPS auch eine Tageszeit. 10.45 Uhr. Das heißt, noch ist früh am Tag, ne? Und da ist Kelvin. So. Na, auf jeden Fall Bäume fällen. Erneut. Regenerieren. Hm.
Ich würde sagen, wir gehen einfach halt gleich mal in die Richtung und erkunden da noch ein bisschen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. So, warte mal jetzt. So, von welcher Seite aus kann ich das da noch ranmachen, ist jetzt die Frage. Achso, das ist jetzt einfach nur... der als Stützballen. Das möchte ich ja auch nicht. X. So, wo war denn das hier? Ne? Einfacher Boden, grundlegende Wand, einzelne Stufe, Dach, Stücke, Verteidigungsmauer. Hier, das, ne? Der legt die dagegen und die ist ja dann so angelehnt. Aber das kann ich nicht machen. Keine Ahnung warum. Aber es geht nicht. Schade. Boah, Kelvin, erschreckt mich doch nicht so. Kelvin, geh mal weg. Hallo. Ach, du bist doch ein dummer Sack. Komm mal her hier. Hier, bei Fuß, Kelvin. So, hier, hol die Stämme und lass sie fallen. Es wird gerade ein bisschen dunkler, ne? Es ist Mittag. Das sind die Wolken. So. Bringt die jetzt alle dahin. Und ich fäll die. Wenn der halt so gegenspringt, ich weiß nicht, wie lange das hält, ne? Ich denke mal nicht so lange. Aber gut, wir haben ja auch noch Liegenklatschenfalle. Leg die jetzt mal hier so hin. Und dann gucke ich mal, ob die wirkt. Und dann brauche ich halt auf jeden Fall mehr Seile, ne, um das öfter zu bauen.
bauen. Frage ist, kann man die neu spannen, ne? Wie im ersten Teil? Wie wirksam ist diese Falle? Huch! Ja, man kann die neu spannen. Hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Ruhe haben jetzt. Boah, das ist aber ganz schön. Ja, mein Shelter ist ja weg. Der wurde mir ja genommen. Wieso ist denn die Hütte schon wieder kaputt? Ich verstehe es nicht. Gut. Okay. Das ist noch nicht ganz eine Tür, ne? Okay, da muss noch einer oben rauf. Oder? Wie der jetzt einfach das Haus auseinander nimmt. Zack. Ich möchte keinen Stützbalken bauen. Das ist halt so ein bisschen doof, ne? Dass ich hier nicht sagen kann, ey, ich möchte gar nicht so eine Stütze haben, sondern ich möchte... Müsste dafür scheinbar das ganze Haus abreißen. Ja, gut, da das jetzt eh kaputt ist, warum auch immer, und gespeichert, dass es kaputt ist, können wir es halt auch komplett auseinandernehmen. Oh.
glaube, jetzt ist alles offen. Das wird ein interessantes Lager jetzt. Besonders wenn der Rest jetzt auch so schnell kaputt geht. Ja, man muss jetzt halt gucken. Vom Wasser aus sind wir wahrscheinlich erstmal angreifbar. Er fällt jetzt Bäume, ne? Na, hoffentlich so, dass die nicht in meine Richtung fallen. Und hier alles kaputt machen. Okay, ja. Sieht scheiße aus, aber wir müssen das erstmal so machen, weil das Spiel die Baumöglichkeiten so ein bisschen verkackt manchmal, ne? Hallo, wo ist denn dieser hässliche Stumpf jetzt? So, weg. Ja, wobei, ich kann ja auch von hier aus weiter bauen. Warte mal. Feuer kann ich scheinbar nicht wegmachen. Frage ist, was mache ich jetzt mit diesen kleinen Scheißdingen? Ich stelle die einfach davor. Können die auch anschärfen? So. So, warum auch immer der den da nicht hinstellt, ne? Ich verstehe es manchmal nicht. Also das müssen die auf jeden Fall noch verbessern. Ja, okay, dann leck Arsch. Ach, nee. Nee, nee, nee. Ja, warum kann ich da jetzt nichts hinstellen? Aber das geht wieder. Hä? Ich verstehe es nicht. Ist auch egal. Ach cool, das...
Kelvin ist so ein Idiot, Alter. Sag mal, das Zelt. Gucken, welche Plane wir aufnehmen können. Dann setze ich so um. Hey, wenn du alter Sack, mach mal Pause. So, erstmal speichern. Okay. Schön, dass er da draußen sitzt. Aufgaben. Oh, der heißt aber auch wieder. Ja, da kann er wieder nicht platzieren, okay. Da auch nicht. Hier kann ich auch. Jetzt kann ich hier plötzlich trinken. Kommt der auch. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Aber okay, schauen wir drüber weg. Kann ich das Ding denn hier platzieren? Nee, kann ich auch nicht. Cool. Aber da. Ich platziere die kleinen Dinge jetzt einfach erstmal irgendwie. Und vielleicht so ein bisschen. Da kommt man ja rein, dann ist da noch ein bisschen Schutz dadurch. Guck mal, sie ist wieder da. Hier aus. Ach, hier kann ich. Okay. Hallo Lady. Was geht? Frag mich, was es mit der auf sich hat, ne? Und wie wir sie auf unsere Seite bekommen. Auf den Platz.
Kann ich das eigentlich so um meinem Zelt so rum platzieren? Nee, ne? Ja, wahrscheinlich ist der Boden hier auch nicht so geil. Ich stelle das jetzt erstmal so hin. Ja, da kann es auch wieder nicht. Ja, das ist manchmal zum Spucken, ne? Aber. So. Das soll ja auch nicht unsere Endbase sein. Das ist erstmal unsere, ne? Vorläufige Base. Ja. Hunger. Und müde sind wir. Ramennudeln. Ja, okay, die sind jetzt aber nicht so nahrhaft, ne? Die waren jetzt. Die waren jetzt ja eher. Kantech-Rüstung. Zeitbombe. Fehlen mir Münzen. Batterien. Kettensäge, lol. Die Spule, Klebeband und ja, ist halt wieder ein Teil, ne? Das bringt mir wieder recht wenig. Heidelbeeren. Snack ich mir mal eine. Ja, und dann versuche ich mal zu schlafen. Das funktioniert. Gut, ich hole mir mal Frühstück. Guck mal, hier konnte ich irgendwo trinken. Das ist das Schöne, wir haben hier Fisch. Wieso kann ich jetzt wieder nicht hier trinken? Ne? Eben ging's, jetzt geht's wieder nicht. Komisch, komisch. Naja, sei es drum. Dann machen wir mal ein bisschen Frühstück. Hier sind Schilder. Sieht noch so roh aus. Im ersten Teil hast du ja einen visuellen Effekt. Ne? Also, hier auch. Hier ist ein bisschen angekokelt. So. Okay. Ein bisschen Leben regeneriert. Ich fülle die Flasche gleich mal wieder auf hier.